bei Skoda und die konnten da uns nicht weiterhelfen und die haben uns diese Firma hier empfohlen und ich bin sehr zufrieden, sieht alles wunderbar und ich hoffe, dass alles gut klappt, dass ich damit fertig werde. Die haben so alte Tacho, haben die nicht mehr vorrätig, sagt sie, die auf dem 20-jährigen Fahrzeug hier brauchbar wären. Die haben nur noch moderne Sachen. Okay. Ja, die haben alles nachgeguckt, haben aber nichts gefunden. Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video der Firma Rezek. Wir haben heute hier einen Skoda Fabia. Ja, wie wir schon sehen können, liegt das Tacho-Instrument bzw. das Kombi-Instrument ein bisschen weiter raus. Die Kollegen haben das hier schon ein bisschen ausgebaut. Warum ist das so? Wir haben heute hier einen Kunden, der uns sagte, dass er Probleme mit dem Kombi-Instrument hat. Bedeutet letzten Endes, dass die Zeiger hier ein Problem haben. Ja, und der war schon bei VW gewesen. Irgendwie gibt es da das Teil, das kann nicht nachbestellt werden. Dann wurden wir weiterempfohlen, das Ganze hier mal zu reparieren. Wir haben den Kunden gesagt, dass wir entweder ein gebrauchtes Kombi-Instrument kaufen können, die Wegwaschsperre deaktivieren, würden dann das gebrauchte Kombi-Instrument dann einbauen, weil dadurch die Sperre dann weg ist. Im Kombi-Instrument liegt die Wegwaschsperre programmiert. Wenn man ein gebrauchtes Kombi-Instrument einbauen würde, würde das Auto nicht mehr starten. Hingegen könnte man dann die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät deaktivieren und dann würde das Auto mit dem gebrauchten Kombi-Instrument dann starten. Man müsste natürlich dann noch eine Tacho-Anpassung machen, das heißt letzten Endes der Kilometerstand, den wir hier haben, das nennt man auch Tacho-Justizierung, müsste man den Tacho-Stand, ja, wir haben jetzt hier 110.919, diesen Wert müssten wir dann in das neue beziehungsweise gebrauchte Kombi-Instrument dann einspielen. Das gebrauchte Kombi-Instrument könnte man dann ganz einfach bei eBay erwerben und ja, so würde der Kunde halt wieder ein funktionierendes Kombi-Instrument haben. Ich versuche das Ganze mal kurz zu präsentieren. Man müsste ein bisschen mit dem Wagen fahren, damit man das eigentlich genau sehen kann. Aber man sieht, dass die Tankanzeige auf jeden Fall, wenn man das Auto startet, dann einmal meistens dann auf voll anzeigt und dann irgendwann springt die dann ein bisschen dann wieder auf leer, dann wieder auf voll. Ja, also man sieht das auch hier gerade. Wir haben hier so ein Disco-Spiel der Tankanzeige, ein Disco-Spiel der Tankanzeige. Jetzt ist es leer, jetzt ist es voll, jetzt ist es leer. Ne? Also ich mache auch gar nichts, es passiert einfach so. So, jetzt auch schon die Drehzahlanzeige, die bewegt sich auch willkürlich in die Richtung nach vor oben, nach unten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt mal das Kombi-Instrument ausbauen. Freunde, Firma Rezek ist wieder am Start. Wir haben jetzt hier das Tacho ersetzt. Wir haben ein baugleiches Tacho im Internet gefunden. Haben dieses Kombi-Instrument dann direkt an das Fahrzeug angelernt, beziehungsweise wir haben in dem Fall die Daten von dem alten Tacho in das neue eingespielt. Somit haben wir alle Fahrzeugdaten, die in dem alten Tacho waren, in den neuen übertragen. Und dazu gehört natürlich auch die Wegfahrsperrendaten. Die Wegfahrsperrendaten befinden sich bei dem Skoda Octavia einmal im Motorsteuergerät, dann einmal im Tacho und im Schlüssel. Sollte einer dieser Komponenten ersetzt werden, weil sie defekt ist, wird das Auto nicht mehr starten. Wenn man das natürlich dementsprechend ordnungsgemäß programmiert, funktioniert das Ganze auch wieder. Mhm. Bedeutet letzten Endes, wir werden jetzt Auto einmal starten. Wir sehen, die ganzen Lämpchen gehen an, von der Wegfahrsperre in der Mitte, unten rechts die Airbag-Lampe. Das System wird einmal komplett überprüft. Wenn alles in Ordnung ist, gehen die Lämpchen auch aus. Mhm. Das ist sehr wichtig, dass man das einmal weiß. Mhm. Links die Drehzahl, rechts haben wir natürlich dann noch die Kilometeranzeige. Ja, die Tankanzeige etc. So, Drehzahlanzeige funktioniert jetzt einwandfrei. Wir geben ein bisschen Gas. Ja, top. Prima. Wenn wir jetzt rückwärts fahren, funktioniert natürlich dann auch die KMR-Anzeige. Ich glaube, der Tank war auch halb voll. Ist richtig? Ja, ja, ja. Das ist alles richtig. Ja, was soll man dazu noch sagen? In dem Sinne würde ich sagen, der Kunde ist zufrieden. Wir machen. Ja. Der Kunde ist zufrieden? Ja. Gut. Die haben so alte Tacho, haben die nicht mehr vorrätig, sagt sie, die auf dem 20-jährigen Fahrzeug hier brauchbar wären. Die haben nur noch moderne Sachen. Okay. Ja, die haben alles nachgeguckt, haben aber nichts gefunden.
Super, ist ja schön. Dann haben die uns weiterempfohlen und wir konnten ihnen helfen. Ja, nichtsdestotrotz, ihre Adresse habe ich dann bekommen. Ja? Und dann bin ich hier hingegangen und super. Gut. Alles klar. In dem Sinne wünschen wir euch natürlich alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns einfach auf unserer Internetseite www.steuergetriebswerk.de oder auf unserer Rufnummer 0163 637 5977. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.